Und da haben wir einen Song, der heißt Excusi. Hä? Excusi, merken Sie, das ist ähnlich wie das Aufstehen, aber mit Ü. Das ist in der Schweiz üblich. Und Excusi heißt Entschuldigung. Ganz einfach. Und da sehen Sie wieder den Unterschied, nicht wahr? Entschuldigung oder Excusi oder Excusi, Excusi. Also Sie können das aussprechen, wie Sie wollen. Je nach Aussprache ist der Inhalt, der emotionale Inhalt, ein anderer. Wenn Sie elegant sind, wenn Sie heute einen eleganten Tag haben, so wie ich heute mit meinem wunderbaren Federschmuck hier oder farbenfrohen alpenländischen Rebellionshäubchen, dann sagen Sie Excusi, nicht wahr? Und Sie können den Mundwinkel so ziehen und dann ist das ganz anders, als wenn Sie sagen Entschuldigung. Ne? Das hat immer so eine gewisse Härte. Entschuldigung. Und da machen Sie noch ein grimmiges Gesicht. Nein, so mache ich das nicht. Oder wenn es ganz schlimm ist, wenn irgendwas ganz Furchtbares passiert und ich muss mich entschuldigen. Eigentlich ist das gar keine Entschuldigung. Nein, es ist so, es ist ein leichter Vorwurf darin. Ja, also wenn Sie sagen Entschuldigung, dann können Sie sich entschuldigen, aber Sie können jemandem auch sagen Entschuldigung. Ja, das geht es dann mit einem Vorwurf. Das kann man natürlich mit Excusi noch eleganter lösen. Ne? Wenn Sie den Vorwurf also groß formulieren wollen, sagen Sie Excusi oder Excusi oder Excusi. Also Sie haben auch, da haben Dimensionen, die Sie in der hochdeutschen Sprache nicht haben. Probieren Sie das aus. Probieren Sie es vor dem Spiegel aus. Und in diesem Excusi, in diesem Entschuldigung, merken Sie sofort wieder, wie befreiend das ist. Dieses Ex mit dem X. Da fauchen Sie schon ein bisschen. Es hat etwas Animalisches, was gut tut. Gerade wenn wir uns ein bisschen ärgern, Ex, können wir das so sagen. Dann haben wir das Ü, das transformiert Sie wieder in die Ferne und auch eine gewisse Gelassenheit. Weil das brauchen wir auch beim Entschuldigung sagen. Die Gelassenheit wieder loszulassen. Sie merken, es hat schon etwas Meditatives, die Sprache. Und das I, das geht dann ganz in die Stirnregion, da sind Sie wieder ganz befreit. Dieses Excusi ist auch ein Song von uns und da geht es eben auch um sehr viel Emotionalität. Da geht es nämlich um eine Entschuldigung, dass wir so viele Probleme machen und Entschuldigung, dass wir alleine sind auf der Welt und wir brauchen Hilfe. Ja. In diesem Falle, ich muss mich wieder kratzen, das ist immer so furchtbar vor der Kamera, also in diesem Falle entschuldigt sich also ein Tier, dass es Lärm macht, dass es überhaupt vorhanden ist, dass es Aufmerksamkeit braucht. Also wir brauchen Vorstellungskraft. Sie stellen sich vor, eine lange Straße, einsam, vielleicht in einem Wald, vielleicht in einem bayerischen schönen Wald mit vielen Fichten, ganz dunkel. Ja, wie man früher die Wälder gebaut hat und gepflanzt hat, ja, bevor die Stürme kamen. Völlig Monokultur halt. Ja, und da fühlt sich die Katze in der Monokultur auch schlecht, wie wir auch. Also, das ist ein anderes Thema. Also, auf dieser langen Straße sitzt einsam am Straßenrand diese Katze. Die Autos rasen vorbei. Es ist jetzt die Jetztzeit, denn jetzt rast man ja auch durch die Wälder. Da singt die Katze ihren Blues. Denn Tiere können Blues singen, ja nicht nur wie Menschen. Im Grunde genommen sind Tiere die geborenen Bluessänger. Also sie singt da, Excusi, ist's grad recht. Excusi, mir geht's schlecht. Das ist ganz einfach zu verstehen. Entschuldigung. Ist es gerade recht für Sie? Natürlich ist es nicht recht, weil alle fahren ja vorbei. Entschuldigung, mir geht's schlecht. Ja, das sehen die Leute ja auch nicht, weil sie können es nicht sehen, weil sie so schnell vorbeifahren. Also, es ist ein Lied, ein Song der Achtsamkeit. Und den wollte ich jetzt hier ganz kurz erklären. Ich danke für die Aufmerksamkeit und im Abspann ein bisschen von Excusi. Und wir sehen uns gleich wieder. Üben Sie! Noch einmal, Excusi. Das ist sehr freundlich, neutral. Excusi, das ist schon etwas fordernder. Excusi, das können Sie schon mit wildem Ausdruck sagen oder elegant.
Excuse, ja, das wissen Sie auch, da haben Sie immer noch ein Lächeln im Gesicht. Probieren Sie es aus, es wird Ihnen gut tun und Sie brauchen keine Selbsterfahrungsbücher. Die Schweizerdeutsche Sprache ist Selbsterfahrung genug. Mua.